So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Zweiradmann. Heute geht es darum, einfach mal sich mit einem Impuls Evo System zu beschäftigen. Impuls Evo ist praktisch ein Motorsystem der neuesten Technologie, neuesten Art. Ich glaube, die vierte Baureihe mittlerweile. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Bedienung über den Taster hier zu führen und dann unser Display natürlich zu sehen. Angeschaltet wird es hier oben. Hier. Jetzt habe ich hier praktisch meine verschiedenen Unterstützungsstufen wieder, was ich dann hier mit Plus und Minus machen kann. Und natürlich auch die Schiebehilfe. Einfach die Plus-Taste gedrückt halten. Und dann unterstützt das selbstständig. Joa. Was auch ganz schön klasse ist, ihr habt die Möglichkeit, euch navigieren zu lassen. Dazu ladet ihr euch einfach die Impuls-App herunter. Ich zeige die euch gerade mal. Kleinen Moment. Wo ist er? Da oben links haben wir die Impuls-App. Schaltet vorher das Fahrrad ein und könnt dann euch praktisch mit dem Fahrrad connecten, also verbinden. Ja. Jetzt sieht man hier oben das Fahrrad, LDS, und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte eine Route. Wir sind jetzt hier in Leipzig, der aktuelle Standort, und das Ziel ist, suchen, München. So, jetzt gehen wir auf Berechnen. Und jetzt zeigt er uns an praktisch die Reichweite und jetzt kann ich die Navigation starten. Auf meinem Display erscheint jetzt auf dem Fahrraddisplay, gehen wir wieder zurück in die Navigation, also hier können wir praktisch jetzt die Route sehen. So, auf dem Fahrraddisplay erscheint jetzt praktisch, wo muss ich lang und die Entfernung. Ich kann trotzdem mein Fahrrad weiter bedienen mit den Unterstützungsstufen. Das mache ich dann alles mit der Set-Taste. Ja, aber das ist im Endeffekt das, was die Impuls-App ausmacht. Falls ihr Fragen dazu habt, einfach einen Kommentar drunter und ja, liken und natürlich teilen, damit jeder weiß, wie funktioniert mein Fahrrad. Bis bald, euer Zweiradmann.